Das ist meine Geschichte von Ein Rucksackschwabe um die Welt. Dabei durfte ich neue Tiere, neues Essen und auch andere Kulturen kennenlernen. Natürlich gab es während der Reise Höhen, aber auch Tiefen. Mexiko, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Peru, Bolivien, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Laos und Kambodscha. Über 25.000 Kilometer habe ich in dieser Zeit zurückgelegt. Mal im Bus, aber auch auf dem Motorrad, mal im Boot, zu Fuß oder mit dem Zug. Und jetzt viel Spaß auf meinem Abenteuer. Nach dem wunderschönen Tag am Geisterstrand, wie ihn die Hostelmutter nannte, weil der 20 Kilometer lange Sandstrand ausschließlich für Silvesterfeiern genutzt wird, hat das mit dem Trampen leider nicht mehr so ganz funktioniert, weil einfach kein Auto mehr kam. Deshalb musste ich die 10 Kilometer zur Hauptstraße zurücklaufen und habe einen der letzten Busse gerade noch so bekommen. Drei Tage später ging es dann weiter ins Landesinnere, in das in einem Vulkankrater gelegene Dörfchen El Valle de Anton. Nachdem ich fast draufgetreten wäre, bin ich zurück und wartete ein paar Minuten. Die Schlange wollte aber nicht vom Weg runter. Dann kam ein Einheimischer entgegen und erschreckte sich vor der Schlange. Dann warf er Steine auf sie, mit einem langen Ast gelang es ihm dann, die Schlange wegzutreiben. Glück gehabt. Alter Schwede. El Valle de Anton ist bekannt für seine viele Wasserfälle und schöne Landschaften.
Das nächste Ziel war dann Panama City. Nach 2 Tagen dort habe ich mir irgendeine Infektion im Mund eingefangen. Das Antibiotika, das ich hier im Krankenhaus bekommen habe, half nicht. Und ich hatte das Hostel hier satt. Deshalb ging es dann weiter nach Puerto Lindo, wo ich ein Doppelzimmer gebucht hatte, das eine deutsche Auswanderin führt. Die Besitzerin machte mir jeden Tag eine Tasse Tee mit Knoblauch, Rosmarin und keine Ahnung, was da sonst noch drin war. Jedenfalls war ich nach einer Woche wieder fit und konnte die Überfahrt nach Kolumbien buchen. Die erste Nacht auf dem Segelboot war Horror. Ich hatte direkt neben dem Motor mein Bett. In der Kabine waren bestimmt 40 Grad und wir hatten extremen Sturm in der Nacht. Ich wurde hin und her geschleudert. Eine andere Deutsche an Bord hat die halbe Nacht gekotzt. Als wir aber morgens unsere Ausreisestempel auf dieser Insel her abholten, besserte sich meine Laune. Und als ich die erste Insel der Gunayala sah, war alles vergessen. Und ich war einfach nur im Paradies mit Kopf und mit der Seele. Das sind übrigens die Einheimischen hier. Sie leben hier seit Jahrhunderten ihre Kultur zwischen den traumhaften Inseln. Unser Captain kauft ihnen dann einen Lobster ab fürs abendliche Barbecue, bevor es dann weiterging auf ihre Insel. Abends ankerten wir dann zwischen 2 oder 3 Inseln und hauten uns die Bäuche voll mit gutem Essen, Wein und Bier und Rum.
Was für ein Wahnsinnserlebnis. Mit an Bord waren eine Australierin, zwei Neuseeländer, ein Franzose und zwei Deutsche. Am letzten Morgen kam dann mit der aufgehenden Sonne auch Kolumbien am Horizont hervor. Jetzt wurde es Zeit, Mittelamerika hinter sich zu lassen, von Bord zu gehen und Südamerika zu entdecken. Kolumbien hatte ich anfangs gar nicht auf dem Schirm. Eigentlich wollte ich mit dem Flieger von Panama direkt nach Peru. Aber dank dem Segeltrip kam alles anders. Und ich bin wirklich froh, hier gewesen zu sein. Kolumbien hat alles. Berge, Wüste, Karibik und eine auflebende Kultur. Aber das Beste ist die lebendige Stimmung hier. Immer und überall läuft Musik. Ohne Erwartungen bin ich hergekommen und von jedem Ort aufs Neue überrascht worden. Ein Monat durchs ganze Land gereist, vom gechillten karibischen Norden bis zum Kulturschock am Amazonas im Süden. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Thank you.
der nächsten Folge reise ich in die ehemalige Heimat von Pablo Escobar, sehe die höchsten Palmen der Welt in Salento, entdecke die kolumbianische Wüste, bevor es weiter auf dem Amazonas geht Richtung Peru.